Hab ich grad fast umgebracht. Boah, dieses Spiel, ey. Wo kam das her? Steht die Tür offen? Die Tür steht gerade offen, ja. Oh, hinter mir. Scheiße. Okay, ich hau hier jetzt ab. Das macht keinen Sinn. Die Tür ist hin. Wir sind in der Festung. Wir sind längst in der Festung. Wir sind gleich. Herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, ihr seht, es ist Blutmondzeit und auf den letzten Sack ist der No-Budget-Nerd noch dazu gekommen. Und ja, ich fahre jetzt erstmal zu ihm hin. Wir haben es 21.27 Uhr, das heißt, gleich geht der Scheiß eigentlich schon los. Und wir werden dann ein bisschen Rückwärtsverteidigung machen. Ich bin noch mitten in der Walachei hier. Ja, unsere letzte Session wurde euch ein kleinen Internetfehler, ja, unterbrochen, nennen wir es mal. Abrupt beendet. Ja. Und ja, deswegen müssen wir jetzt ein wenig improvisieren. Und ja, wir haben jetzt noch 1,1 Kilometer zwischen uns. Nee, gar nicht, 500 Meter. Ich habe falsch geguckt. Ja. Und ich habe schon mal ein paar Sachen für ihn im Schlepptau und eine Kiste, dass wir das schnell teilen können. Dass er wenigstens ein bisschen was zum Ballern hat. Und irgendwas Schnelleres als die Shotgun. Meine Schrotflinte hier, und die bringt uns ja jetzt auch nicht mit. Das könnten etwas zu viele sein für Schrotflinte mitten im Feld. Ja. Und ich bin jetzt beim Händler. Oh, und bin über irgendwas rübergefahren. Hups. Du hast gerade extrem dick losgebrochen. Da bist du. So, moinsen. So, ich... Scheiße, ich hab die Waffen gar nicht dabei. Fuck, ich glaube, ich hab die ins Auto getan. Okay. Gut. Ja, ist wurscht, ist jetzt eh nichts drin. Gut, dann würde ich sagen, schnell zurück nach Hause. Ist jetzt uns mal ein Wegpunkt. Ja, wo haben wir gerade aus? Ja, und dann wird das interessant. Ja, wenn wir in der Festung sind, würde ich vorschlagen, dass du... Wo setzt du am besten deinen Schlafsack hin? Die hintere Wand zur Brücke raus. Nee, oben bei den Feldern. Setz mal oben bei den Feldern deinen Rucksack, bitte. Da müssten wir dann genug Zombie-spawnfreie Zone eingerichtet haben, dass sie nicht mitten in der Festung spawnen. Das wäre nämlich ganz schön doof. Ich will jetzt bis dahin gar nicht so wirklich schaffen oder nicht rechtzeitig schaffen, denn wir haben nur noch 10 Ingame-Minuten, 9 und Ausdauer und so. Ja, dann bleiben wir am besten ein bisschen zusammen, ne? Das wird ja interessant. Ah, ist ja lustig. Ja, ja. Also wir können jetzt hier querfeld einlaufen und hoffen, dass wir relativ zeitig ankommen. Wieso hast du eigentlich dein Moped da hinten liegen lassen, Alter? Nee, weil ich vom Moped aus nicht schießen kann, deswegen. Was hat denn das mit Trottel zu tun? Entschuldigung, dass ich dir helfen will, Penner. So, noch 4 Ingame-Minuten. 3. Ja, das wird interessant. Also. 2. Wir dürften es nicht mal bis zur Brücke schaffen. Nein. 1. Und es geht los. Jesus Christ. Okay. Okay, ich sehe den ersten grün. Komm ran. Rückwärts, immer rückwärts. Hast du hier einen Wegpunkt? Ach nee, du weißt ja gar nicht. Natürlich hab ich einen Wegpunkt. Alter. Die ersten Cops. Ja, rückwärts. Immer rückwärts laufen. Lass dich da nicht irgendwie in Nahkampf verwickeln oder sowas. Okay, wir sind schon am See. Links lang. Das ist natürlich ein bisschen doof mit der Schrotflinte. Ein bisschen. Schlampe. Okay. Versuch uns weiter zu laufen. Wenn du Stamina hast, nutz die. Oha, sind die nah. Hm.
Wow, was für ach, das war's. Okay, Achtung. Granate. Ich muss mit dem Granatenwerfen echt nochmal gucken, wie das geht. Wow. Oh, fuck. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. Ich gehe nur rückwärts, aber du musst auch einmal in den Rücken gucken. Nicht, dass ja, da guck ich immer mal wieder hin. Und wo das hinkommt. Vulture tot. Okay. Nichts im Rücken, können rennen. Im Rücken haben wir nichts. Wir haben genug im Rücken. Naja, wenn wir vorwärts rennen, ja. Okay, die Brücke muss gleich kommen. Ich bin gerade vorwärts gerannt. Na, müssen wir ein bisschen weiter laufen. Ja, lauf du gut. Ich hab weit mehr Stamina als du. Wie sieht man sich so auf die Typ? Krass, oder? Man könnte ihn fast lieb haben, den Bär und so. Nein, kann man nicht. Das ist quasi unmöglich. Okay. Wir haben ein bisschen Luft zwischen uns. Dann guck ich mal, was mich auf der Brücke erwartet. Wahrscheinlich nix. Eine läuft straight hinter dir her und lässt mich liegen. Das ist ja erstmal gut. Ich bin jetzt bei der Brücke. Okay. Ich halt. Das Auto ist wahrscheinlich nicht freigeschaltet, sodass ich nicht an meine Waffen komme. Nein, wahrscheinlich nicht. Du bist ein sehr intelligenter Mann, Herr Defolzon. Ich weiß. Okay, ein Grüner. Gut. Hinter dir. Alter, die spawnen hier instant schräg auf dem Boden. Gut, Brücke hoch. Ich bin ja gespannt, ob die Brücke das überlebt. Das wird spannend, ja. Ne, ja, diesen Rolldings. Diese. Na, wie heißen sie? Na, scheißegal. Ne? Die Brückentore. Nenne ich sie jetzt einfach mal. So, ich schalte die Karre frei. Gut, müsste offen sein. Ich gehe schon mal hoch. So, auf der Brücke sehe ich erstmal keinen. Vorm Haus auch nicht. Oh doch, einen vor der Tür. Und sie laufen durchs Wasser, da habe ich auch schon die ersten gesehen. Und wie gesagt, pack dann erstmal einen Bad Roll hinten irgendwie rein. Da kommt ein einsamer Zombie über die Brücke gerannt. Kam. So, ich werde jetzt erstmal meine Mods aus der Schrottflinte rausnehmen und in die MP5 setzen. Mach das mal, die ist aber schon teilgemoddet, ne? Das ist meine alte. Ja, gucken wir mal. Okay. Ich gehe mal eine Etage höher. Was denn? Gut. Ja. Okay, ich sehe sie. Sie sind an der Seitenmauer. Oh, fuck. Das fuckt ab. Sie sind tatsächlich hier hinten. Sie sind natürlich da, wo ich die Verteidigung noch nicht fertig habe, ne? Rotpunkt, die Silber, eine mit Quatsch, ne? Ist Quatsch in der Nacht, ja. Bringt recht wenig, okay. Sie waren eben noch am vorderen Ende der Base. Hier ist jetzt aber erstmal Ruhe. Da kommen sie wieder aus dem Wasser. Headshot.
Aber es ist doch noch relativ Ruhe. Nicht, dass es wieder so eine Mumpitz-Aktion wird, die letzte Blutnacht, die wir zusammen hatten. Ja, das wäre ganz schön scheiße. Dass ab irgendwie auf dem eins der Titel ist. So, ich soll mein Bedroll, also irgendwie beim Gemüse wegen, ja? Genau, also im hintersten Ende vom Gemüse, aber die kommen hier gerade fleißig hoch. Walcher. Einer weniger. Okay, wir gehen mal einen höher. Ich meine, ich habe jetzt überall Stahlbeton, das sollte halbwegs gehen. Ich frage mich, was mit meinem Nestern ja schon hier los ist. Ich wollte hier eigentlich noch die Gitter austauschen, scheiße, ey. Ich kann hier nirgendwo meinen Schlafsack setzen. Ach doch. Ich lasse schon. Das macht keinen Sinn. Verbaut. Alter Vater, wo wollen die denn hin? Wow, die sind drin. Ja. Oh fuck. Die haben mich gerade fast umgebracht. Wie kommen die denn hier hin? Oh, ich komme nicht zu dir hin, weil du hier alles zerbaut hast. Hinter dir. Hinter mir ist doch. Ja, jetzt ist frei. Du bist hinter mir, ja. Alter, da waren da mal echt schnell durch die Wand durch. Wo sind die denn da durchgebrochen, so fix, ey? Nee, die sind gehüpft. Nee, hier ist ein Loch. Oh. Im Stahlbeton. Hab ich noch welche dabei? Nee, ich hol mal fix was zum Stopfen. Stopp mal. Jetzt ist es gerade relativ ruhig. Ja, die werden da aber dann wahrscheinlich wieder reinstoßen. Ja, ich will ja noch überall Kameras haben, dass man das hier ein bisschen besser im Blick behalten kann. Was bringt echt der Red Remover an der Knarre? Es verhindert, dass die Grünen sich heilen. Okay, das ist gut. So, hab ich ja noch dabei, gut. Machen wir das mal wieder dicht. Hab grad gesehen, Teststream zu Alpha 18 ist online. Mhm. Von den Pimps. Hab da gerade schon mal reingeguckt. Sieht ja ganz knorke aus, ne? So, wo ist das scheiß Loch jetzt hier? Das ist mir gerade schwer, oder? Dann komm rein. Hast du einen Hammer dabei? Ich hab meinte. Ich hab eine Wrench, alles gut. Ich hab auch einen Range. Dauert natürlich ewig. Mit ewig meine ich genau zwei Schläge. Ja. Ja, wird gerade ein bisschen langweilig hier. Ich geh mal nach vorne. Ja, guck mal auf der anderen Seite. Ich zieh die Wand wieder ein bisschen hoch. Das ist so typisch, ey. Kommt da angeschissen, wo ich nicht bereit bin. So, ich guck mal einmal rum. Ich umgehe quasi einmal das Grundstück. Also hier ist nichts. Ja, hier ist auch tote Hose. Weißt du was, ich gehe jetzt raus. Ja, aber gerade vor der Tür war es geiler, ne? Ja, bis um vier hier rum zu machen, wenn nichts passiert. Ja, meine Festung ist einfach. Meine Festung ist einfach zu geil, weißt du? Das ist halt. So, okay, hier oben hat die Mauer Schaden genommen. Hier war anscheinend schon mal was. Ich höre irgendwo Doggies. Na gut, die sind ein relativ kleines Problem. Ich muss die. Oh, ich höre Zombies. Ich guck mal an der Tür. Ich lauf mal rum. Ja, hier ist auch der befestigte Teil. Da kann eigentlich nicht viel passieren. Nix. Ah, hab jemanden. Hier kommen sie. Wow. Ach du Scheiße, hinter mir ist alles voll.
Jetzt habe ich auch gerade einen Menschen. Ne? Na, die kommen aus dem Wasser, die Schweine. Aus dem Wasser? Die sind hier mittendrin. Ich bin gar nicht mehr in der Festung, Mann. Ja, dafür sind die ganz schön fett in der Festung. Gerade jetzt, wo ich nicht da bin, oder was? Ja. Oh, hier werden fleißig Bäume gefällt, nicht von mir. Ich weiß aber auch nicht, wie die hier reingekommen sind. Hey, Korb. Der ist tot. Wie sind die denn jetzt hier hochgekommen, ey? Ich check's halt nicht. Geh mal auf mein Türmchen. Also die kamen halt auch von hinten gerade. Definitiv keine Langeweile. Ja, hier kommen sie jetzt auch ein bisschen mehr. Zack. Das Gute hier ist, hier habe ich freies Feld. Ja. Nicht so ein Hügelgedöns wie bei dir. Das ist richtig. Was mich tatsächlich etwas abnervt. Bist vorne an der Brücke, ja? Ja, an der ehemaligen Hauptbrücke. An der ehemaligen Hauptbrücke? Ja. Also an der alten? Naja. Okay. Ich weiß aber auch gerade nicht, wo die hier Krawall machen. Ich höre sie auf jeden Fall. Bei mir. Nee, das kommt aus meinem anderen Kopfhörer. Also den rechts. Die sind schon wieder hier hinten, die Penner. Ja, sind sie. An der gleichen Stelle versuchen sie es, ey. Drecksäcke. Alter, die stapeln sich echt, die Penner. Die türmen sich übereinander. Ups. Ja, ja. World War Z-Style, ne? Ja, ich bin jetzt mal schön vor die Tür gefallen. Also ich bin jetzt gleich, komm jetzt wahrscheinlich erstmal zu dir. Wo willst du jetzt schon wieder hin, ey? Alter, wie sie sich hier schon wieder durchkloppen, die Säcke sich da. Alter, die kommen von innerhalb der Festung rausgesprungen gerade. Alter, bei mir ist hier richtig Alarm. Ja, bei mir auch. Ich hab hier Springer. Spinnen, grüne Spinnen. Zeit für Autogeschütze. So, ich versuche irgendwie zu dir durchzubrechen, aber ich krieg hier immer wieder Gesellschaft. So, noch 2700 Schuss. Wow. Drecksack, ey. Ich hab's noch nicht mal geschafft, meine Verbände wieder irgendwie in meine Quickslots zu ziehen. Einmal bandagieren. So, wo haben wir dich denn? Bist du am anderen Ende der Brücke? So? Ich bin an der alten Brücke, wo wir die allererste Festung hatten oder die allererste Übertragung hatten. Wie oft soll ich das denn noch erzählen? Ja, weil ich gerade. Naja, also zeig mal an, du bist 128 Meter weg. Und ich bin bei der Brücke. Also beim Turm. Ich bin außerhalb. Ich bin von der, an der Brücke weg. Ich bin gar nicht in der Nähe von der Festung. Ich bin auch von der Brücke runter. Gut, das wollte ich doch nur wissen. Dann komme ich da jetzt hin. Ja, mit genug Munition ist Blut nach gar kein Ding, ne? Schön, wenn ich jemanden hätte, der mir den Rücken frei hält. Jetzt ist hier, Alter. Ich komm grad und halte. Ich halte gerade den Rücken frei. Scheiße. Oh nein, nein, ich häng schon wieder im Dingsbums fest. Oh, dieses Spiel, ey. Oh, vergiss es. Alter. Warte. Ich häng gerade schon wieder in Kim und Korn fest. Und bin nicht rausgekommen. Lebst du noch? Ja, gerade so. Backen muss, ne? Nein, das geht gar nicht.
Vor allem, du ziehst dich auch weiter ins Feld zurück, anstatt Richtung Brücke zu gehen. Hinter dir. Alter. Ach du Scheiße. Ich gucke erstmal, dass ich die Spinnen raum kriege. Scheiße. Hier ist ein bisschen was los, ne? Wir sollten nicht immer auseinander streben. Das ist dieses Schwarmverhalten von den Viechern, die treiben einem auseinander. Oh Scheiße, ich muss meinen Knall reparieren. Wow. Das ist schlecht. Oh, ich meine auch gleich. Und was? Ach nein, kann ich ja nicht. Du hast mir ja meine Dingsbums-Packs nicht mitgebracht. Ja, dann, Scheiße, jetzt bin ich am Arsch. Ja, dann komm mal her. Komm mal zu mir. Komm mal zu mir, ja. Ja, was soll ich denn sagen? Die schneiden mir hier eiskalt den Weg ab. Ja, ich sehe das. Ich kann nicht mehr schießen. Ich habe deine rausgeworfen. Liegt hier. Ja, genau vor die Zombies gelegt. Ja, Entschuldigung, dass ich nicht so viel Zeit hatte, um mein Inventar rumzuwühlen. Boah, hier ist mal schnell die 30 Sekunden, wenn wir der Teller zu heilen. Schlampe. Diese grünen Rocker, die fressen auch ein ganzes Magazin, ne? Naja. Selbst im Kopf. Gut. Vielleicht bin ich dran mit reparieren. Fuck, jetzt bin ich dran mit reparieren. Ja. Scheiße. Jetzt sollten wir. Nee, Digi, ich glaube, jetzt sollten wir langsam zurückziehen. Das ganze Feld ist voll, ey. Ja. Alter, wenn das mit der Tiefenschärfe nicht passt, ne? Ist das echt ätzend. Ich glaube, die sind jetzt dir auf dem Fersen, weil bei mir ist es relativ ruhig. Ah, oh, fuck, ey. Zwischen Mank immer diese scheiß Falschers, ey. Wuhu, Loot. Ich sehe dich. Hinter dir. Scheiße, ich hab nur Schaden, meine Haltung ist ausgegangen. Nicht gut. Ich hatte nur zwei Packs. Das ist schlecht. Ludicrous Kill. Ich werde mal zur anderen Seite rennen, oder ich werde mal einmal reinrennen in die Heilung. Oder? Mach das mal. Das ist. Ich komme jetzt bei der Man. Alter, wie sie dir hinterher rennen, ne? Ja. Soll ich das Tor hochziehen? Nö. Kommst du mit? Ich verteidige mich rückwärts auf der Brücke. Die wollen auch echt durchs Wasser warten, ne? Ja. Da setzen wir gleich mal einen Strich vor. Komm her. Alter, ich schieß denen die Rübe weg und die rennen trotzdem dir hinterher. Ist unglaublich. Ich hab schon wieder das Phänomen gehabt,
dass ich getroffen wurde, obwohl die 15 Meter von mir entfernt stehen. Ja, ist man nicht so kleinlich. Wow, kommst du denn her? Warum kommen die nicht auf die Brücke, ey? Sondern rennen durchs Wasser, ist so affig. Das kann ich dir nicht machen. Wow. Penner, ey. Oh, schon zwei, wa? Krasser Shit. Das ging mal flott. Was für ein ganzer Eingang? Ja, oben und unten. Zwei. Oben ist einmal. Unten bei den Panzerschränken und oben in der Küche. So, ich weiß nicht, ob die alle um dich rum spawnen. Bei mir ist es relativ cool gerade. Die kloppen die schon wieder die Bäume um. Das ist sehr gut. So. Brückeneingang quasi leer. Scheiße. Einer wartet durchs Wasser. Also wahrscheinlich warten Hunderte durchs Wasser, aber. Puh, das war witzig. Ich gebe mir erstmal ein paar Painkillers. Das muss ich auch dringend noch skillen, dass ich mehr Heilung von denen kriege. Und dass die Nebeneffekte nicht so groß sind. Oh, hier haben die ja schon ein Tor auseinandergenommen. Oh. Die sind ja fleißig hier. Die sind hier drin in der Butze. Ja, ich weiß. Scheiße. Ist nicht so, dass ich dir das nicht gesagt hätte. Das ist bei der Shotgun. Ja, ist bei der Shotgun ein bisschen ätzend. Das ist die Shotgun, das ist die MP. Achso. Ja, gut. Ich hab schon so hoch geskillt, ey. So, wie könnt ihr denn von hier kommen? Wo kommt ihr hier rein? Ja, die kommen aus dem Wasser. Ja, aber wenn sie durchs Wasser kommen, sind die ja noch nicht drin. Schon Alter, durch. Von wo krieg ich denn jetzt aufs Maul? Alter, Scheiße. Hat sich erledigt. Alle tot. Wo kam das her? Steht die Tür offen? Die Tür steht. Die ist gerade offen, ja. Und ich höre Walcher's alte Schwede. Den Walcher habe ich gekillt. Die Tür hält aber anscheinend auch nicht mehr lange. Nee, sah nicht mehr so gut aus, ne? Okay, Munition noch 2000. Ja, 1000. Wow! Das Spiel ist schon gut. Ich krieg schon wieder von irgendwo Schaden und hab jetzt. Oh, hinter mir! Scheiße! Ja. Oh, Alter, wo kommen die ja noch einmal her? Ich weiß nicht. Die müssen ja nicht. Hier drin spawnen. Die müssen hier drin spawnen. Alles kann ich mir das nicht erklären. Ja, tatsächlich. Dass plötzlich die ganze Butze voll ist hier. Aber wo da ist. Ja, hier ist gerade einer mitten in der PvP-Zone gespawnt. Ja, ich sehe sie spawnen. Direkt hier. Da ist gerade wieder einer genau hinter mir gespawnt. Und eben direkt vor mir. Ja, ich. Okay, ich hau hier jetzt ab. Das macht keinen Sinn. Die Tür ist hin. Alter. Das ist Tille, ne? Ich kann gerade einfach bloß. Ja, ich schieß gerade hier in meine Killing Area. Wollen die mir gerade schön entgegengelaufen kommen. Ein Leap of Face aus dem Fenster machen. Oh fuck.
Spontaner Rückzug. Ja, nee, das wird nichts. Keine Chance. Keine Chance. Ich würde ja gerne eine Granate rausholen, ne? Aber es ist gerade irgendwie schlecht. Falscher. Alter, diese Scheißrocker, ey. So, jetzt kann ich mir aber kurz meine Granaten wieder reinpacken. Oder vielleicht nicht da. So. Jetzt ist Ruhe, oder was? Will ich mich verarschen? Wie lang kann ich eigentlich die Granate brennen lassen, bevor sie explodiert? Kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall, irgendwann geht's so hoch. Ja, hab ich mir gedacht. Vor allem egal, sagt er. Meine Fresse. Hat aber gelitten, die Festung. Aber das ist doch auf jeden Fall schon mal geiler als beim letzten Mal. Ja, definitiv. Ich habe auch genug geballert, um meine Waffe gleich nochmal zu reparieren. Okay, sie kommt von vorne wieder. Komm mal zu mir. Warte mal, ich habe ein ungutes Gefühl. Ja, ich wusste es. Die sind in der Festung, die sind längst in der Festung, die sind in der Garage. Die sind überall. Okay. Ja. Die sind hinter mir. Hinter mir. Alter, keine Chance. Ja, die sind auch hinter mir, wie mir scheint. Ich. Ja. Nein. Geh zu mir zurück. Oh, schon, ich kann mich nicht zurückziehen, weil alles von den Zombies ist. Scheiße. Heavy. Oh ja, ich sehe, wie sie in der Garage rauskommen. Hast du irgendwo Fässer? Irgendwo liegen die garantiert rum. Ich glaube, bei Baubedarf. Dann muss ich jetzt das einzig wahre tun, was ich schon lange tun wollte. Nein, musst du nicht. Ah, ich sehe, wo sie reinkommen. Sie haben sich reingebuddelt. Ich hab schon fast gedacht. Und ja, die sind längst in der Garage, oder? Ja, genau da haben sie sich nämlich auch reingebuddelt. Die Schweine, muss ich die Wand da tiefer ziehen? Aber gut zu wissen, wo sie sind. Okay, ich würde sonst versuchen, das Loch einmal gleich dicht zu machen. Was? Alter, das war schon wieder ein Kopftreffer, ey. So, gucke ich mir das Löchlein nochmal an. Habe ich kurz Zeit, den Stahlbeton rauszuholen? Ja. Oh Scheiße, ich muss hier raus. Okay. Ja, das ist natürlich ein ganz beschissener Platz. Ich sehe hier gerade noch einen um die Ecke kriechen. Ich höre nun weit entfernt die MP rattern. Okay. Das Loch ist mit zweimal Stahlbeton dicht. Sobald er getrocknet ist zumindest. Alter, wie die hier durch die Garage kriechen, ne? Mit abgetrennten Beinen. Bist du jetzt endlich mal tot, Alter. Meine Güte. So, hast auch schön die Tür offen gelassen. Ja, weil die da rausgekommen sind. So.
Wir haben es 0:33 Uhr. Puh, und es ist relativ ruhig. Alter, über 1000 Schuss verballert. Hab ich hier noch irgendwelche Mumpeln? Hier, 172 nochmal. Huiuiui. Ja, die Ficker, wo bist du denn jetzt gerade? Ich könnte dir hier mal... Achso, okay. Richtig geil. Komm mal her. Komm mal zu mir. Ich bin auf dem... aus der Garage die Treppe hoch. Also den ersten Weg, den es da runter gab. Gib dir mal den hier. Was ist denn das? Das ist richtig geil. Den behalte ich als Deko. Das ist quasi meine neue Kühlerfigur. Ah, mein anderer Zombie war besser, wo ich den Screenshot geschickt habe. Ja, der war glücklich. Der war irre glücklich. Oh, gut. Ich könnte vielleicht jetzt auch mal meine Waffe reparieren, wenn ich gerade schon mal ein bisschen Zeit habe. Huh. Das war witzig. Okay, ich muss halt noch gucken, wie ich es irgendwie abgestellt kriege, dass sie hier in der Base spawnen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob die wirklich hier drin gespawnt sind. Doch, sind sie definitiv. Achso, doch, ja, stimmt. Hier hinten hatte ich es gesehen sogar. Als sie dir hinterher sind, sind sie hier in der Mitte, sind sie gespawnt. Obwohl mein Rucksack, wenn du mal zu mir guckst, links auf dem Turm liegt. Da liegt mein Schlafsack. Deine Bettruhe, ja. Ne, also der soll die eigentlich davon abhalten, da zu spawnen, aber offensichtlich ist denen das kackegal. Dieser Vogel hier hängt, Alter. Richtig gut. Gut. Alter, hier haben die ja alles auseinandergewichst. Meine Fresse. Die haben gewütet. Ja. Meine Fresse. Ich sollte die vielleicht auch verbessern, bevor ich hier alles dicht mache. Ja, geschafft. Wieder einmal eine sehr amüsante Blutnacht. Das war die erste richtig amüsante. Nicht einmal gestorben? Ja, tatsächlich. Aber nicht an den so vielen Mumpeln war der wie das letzte Mal. Erstaunlicherweise, obwohl es irgendwie viel mehr war, ne? Frage ich mich, woran es liegt. Also, klar, zum Teil wird es daran liegen, dass die Waffen mittlerweile echt viel besser sind. Ne, die Granaten haben gefühlt nichts gerissen. Die Wände halten weniger lang, als ich gedacht hätte. Ja, es ist halt die Masse, ne? Ja. Wir sind halt alle auf dem Haufen, ne? Und das Stapeln ist tatsächlich ein Problem. Also ich glaube, zum Teil sind die auch so rübergekommen. So, ich würde jetzt trotzdem noch gern wissen, wo die noch überall durchgebrochen sind. Alter. Überall kaputt. Ich hole jetzt erstmal gleich richtiges Werkzeug hier zum Reparieren. Das geht auf keine Kuhhaut, ey. Hier oben haben die alles zerschossen. Mein Wehrgang. Hier liegt noch der ganze Müll rum. Also es hätte auf jeden Fall schon mal ungemein geholfen, wenn ich überall Spike Traps gehabt hätte. Wahrscheinlich, ja. Und für so eine große Festung wäre halt geil, hier irgendwie mit 5, 6 Leuten zu sein. Dass alle Bereiche so ein bisschen abgedeckt sind. Aber dann multipliziert sich auch die Anzahl der Zombies. Ja, das finde ich aber gar nicht so schlimm. Weil jetzt gerade haben wir versucht, überall zu sein. Es ist halt immer geguckt, wo brechen sie rein, wo kommen sie rein. Genau, aber 5 Leute könnten den Bereich halt wesentlich besser abdecken, als wir das zu zweit machen. Also viel, viel besser. Ich muss jetzt mal gleich gucken, wo meine Nagelpistolen liegen. Ich kriege eine Macke, wenn ich 20 Mal kloppen muss, um einen Betonklotz zu reparieren. Wie können die da oben überhaupt Schaden gemacht haben? Alter. Ja, ging auch echt schnell.
die 40 Minuten rum. Tatsächlich, ja. Meine Fresse. Also gefühlt haben wir gerade erst angefangen. Das war... Also ich konnte auf jeden Fall erstmal wieder richtig gut leveln. Ja, das glaube ich. Echt Spaß gemacht. Also ich bin jetzt mit Shotgun und Automatic Weapons mittlerweile auf 4. Oh, das ist gut. Ja, ich habe festgestellt, mein Rechner hatte hier nachher ganz schön zu tun. Alter Vater. Also bei mir ging es, also ich war bei konstant 20 Frames tatsächlich. Ja, das bei ist, mir... Das ist tatsächlich absolut manchmal weniger, als wenn ich, als wenn alles ruhig ist, so wie jetzt. Jetzt guck mal, jetzt zum Beispiel bin ich bei 16 Frames. Okay. Ja? Vielleicht sollte öfters mal bei sein, damit dein 10, 11 Jahre alter Schlagkopf hier mal ordentlich... Ja, vielleicht ist dir so nicht so aufgefallen, weil du halt so beschäftigt warst. Ne, also ich habe halt zwischendrin gemerkt, Alter, das war eine Ruckelparade. Oh, hier fehlt ein Stein. Ja doch, ich merke es halt beim Zielen. Ja. Ne, dass er da ab und zu mal backt, so wie zum Beispiel, dass er bei einem Kim und Chrom festhängt und dann einfach nur kriegst. Ne, ja. Das ist natürlich absolut tödlich, das hast du auch schon gehabt. Naja. Ja. Aber das liegt ja weniger am... Haltig. An der Frame-Rate. Das liegt am Spiel. Ja. Ja, ich bin ja gespannt, wie es mit der Alpha 18 wird. Ob die... Ich wollte damit gerade bloß sagen, dass gerade wenn ich schon, ich zocke mit diesem alten Laptop hier, der sowieso echt wenige Frames bei einem Spiel wie diesem hier schafft. Wenn du denn aber noch in diesem Bug festhängst, ne? Naja, dann ist Titte. Einiges ätzender, Alter. Dann ist echt Titte. Übrigens solltest du mal wieder ein paar Verbände herstellen. Das ist ziemlich cool. Echt? Keine mehr da? Es sind jetzt noch 5 im Unterschrank. 7 habe ich im Inventar. Ich habe auch 7 im Inventar, aber hier unten müssen auch noch welche liegen. Ich weiß nicht, wo unten welche liegen. Na, im Schreibtisch. Aber oben halt, ne? Hier liegen 10, 20, 30 Stück. Ja, aber mach oben auch mal wieder welche hin. Ja, 36 sogar sehe ich gerade. Ja, ich könnte oben auch mal welche bauen. Lagern. Ja, wenn ich verkehrt. Ja, meine Fresse. Kann ich gleich mal meine Eier abgeben? Das hat sich jetzt falsch angehört, Entschuldigung. Die hast du doch schon lange, 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 lange abgegeben, mein Freund. Ich denke auch. Oh, die Katzen drehen da durch, das ist sehr schön. Ja, das war doch belohnt. Also ich habe nichts Geiles gelootet, aber... Nee, der Loot war echt richtig für den Arsch. Ich habe bloß 2 Konserven und 3 Wasser gelootet. Ja, ich habe halt hier Serrated Blade, ein SWAT-Helm und ein bisschen Stahl hatte ich zwischendurch mal. Yay. Ja, immerhin. Ne, aber dafür Unmengen an Mumpeln verballert. Ich glaube, ich hatte 2700, ich habe jetzt noch 1700. Ich hatte 2000 habe ich habe jetzt noch 755. Ja, alle. Ja, hier vorne wurden auch fleißig die Bäume gerodet. Ja, die MP macht halt leider nicht so viel Schaden. Du bist ja zu geizig, mir eine 47 zu geben. Das habe ich einfach zeitlich nicht mehr geschafft, tatsächlich. Das war weniger das Nicht-Wollen, als das Nicht-Schaffen. Ich bin froh, dass ich zeitig zu dir gekommen bin. Ja, das stimmt. So, dann lege ich mir mal die Maschinenpistole wieder zurück. Mach das mal. Ich hing gerade in so einer blöden Spike-Trap fest, Idiot. Gut, also fürs nächste Mal gilt wieder Eisenfarm und die Spike-Traps hier rundrum liegen wirklich komplett ins ganze Feld. Ins ganze Feld, Junge. Überall. Wirklich überall. So. Überall erstmal ausbessern hier immer. Das sieht alles. Aber ich war so ein Junge. Männer. So ganz. Kein Zustand. Müsse mal einer richtig aufräumen. Das geht also nicht. Ein Unding ist das. Ich sag es dir, Recht durchdrehen.
alles kaputt schlägt. Sir ist es. Sir schätzt nämlich als meiner. Du musst doch einen Zaun machen, dass der T-Rex nicht die Sauerkirschen aus dem Garten fortfrisst. Ja, ich habe keinen Zaun gebaut, ich habe ganze Mauern gebaut. Mauern. Kilometerweite Mauern. Ne, ich habe das gemacht wie der Honecker damals. Aber hat er auch, hat damals nicht geholfen. Hilft auch heute nicht. Brechen trotzdem durch und flüchten. Blöden Penner, hat sich einfach durchgebuddelt. Diese Dreckigen. Ich glaube, ich spinne, ey. Ich hau jetzt hier das Ding zu Klump nochmal. Ich baue jetzt einen neuen Verteidigungsparameter. Dreck schon. Das kann ja so nicht weitergehen. Obwohl, warte mal, mache ich anders. Mache ich ganz anders. Oh, Müller hat jetzt die Fresse, Alter. Was ist denn los? Was ist denn los, Junge? Habe ich ja alles wieder heile gemacht? Habe ich erst mit der Pickaxe, habe ich ja kaputt gehauen, ne? Und dann? Dann habe ich es mit dem Akkuschrauber wieder heile gemacht. So. Einmal zum Ernst des Lebens zurückgehen. Ernst des Lebens, Computerspiel. Ja, so läuft's. Meine Definition vom ernsten Leben. So, ich klopp mir jetzt hier eine neue Wand rein. Mit Blackjack und Nutten. Mit Blackjack und Nutten, mehr geht nicht. Dicke Bänder. Die vermissen alles schmerzlich. Ja. Obwohl, ich habe jetzt eine neue Serie gesehen. Irgendwie Final Space, Final Time, irgendwie so hieß die. Und die ist vom Stil her tatsächlich sehr ähnlich zu Futurama. Ich habe mich köstlichst amüsiert. Ich war so ein bisschen enttäuscht von diesem Enhancement oder keine Ahnung, was es auch von den Simpsons noch so, hier dieses Enchantment. Enchantment, genau. Oder Enchantress, das ist scheißegal. Ja, das ist auf jeden Fall, hat mich das tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Oh, ich habe gerade noch eine kleine Nitratader gefunden. Geilo. Also ein Block, aber es waren 164 Nitrat. Da geht was. Ja, das ist doch. Nimm mal mit, ne? Zahl, mit der man arbeiten kann. Ja, das denke ich auch. Oh, ich glaube, hier ist noch mehr Nitrat. Geilo. Also ich würde den ganzen Mobile jetzt zurückgeben. Ja, mach das mal. Jetzt heißt es wieder sparen, sparen, sparen. Jetzt haben wir noch wieder 7 Tage zum Sterben, ne? Ja. Und zum Festung optimieren. Zum Fisten? Zum, ja, zum Fisten. Ene mene misse. Ich finger nicht, ich feste. Feste. So. Jetzt ist auf jeden Fall erstmal gleich hier unten. Ein bisschen dicht. Kommt da überall Stahlbeton hin und dann hat sich die Nummer. Ich meine, hätte ja selber drauf kommen können, dass hier nur Sand vielleicht nicht die geilste Idee ist. Nee, nicht wirklich. Ich höre irgendwo was, einen Schreier. Jo, ich vertraue dir da voll und ganz. Du machst das schon. Aber die suchen sich auch wirklich den Weg des geringsten Widerstands, ne? Also finde ich halt ein bisschen... Massen an Zombies sind wie Wasser. Ja, aber weißt du, finde ich dann doch ein bisschen komisch, dass sie sich hier durch die Erde buddeln, völlig grundlos, weil die wissen, dass da nur Erde ist. Haben quasi gerochen, dass da kein Beton ist, oder was? Das kann ich nicht sagen, das musst du die Entwickler fragen. Ja, die haben, glaube ich, gerade ein bisschen viel zu tun. Die Entwickler? Ja. Meinst du nicht? Ne? Ich glaube, die sind mit der Alpha 18 jetzt ein bisschen im Stress wieder. Ne, die haben ja. Ich frage mich eigentlich, so, wie lange kann ich ein Spiel in der Alpha sein? Also das sind wirklich schon etliche Jahre. Ich glaube, 6 Jahre. Ja, gut, wie gesagt, zwischendurch. Also bis Alpha 17 kam ja eine ganze Zeit nicht viel. Das ist tatsächlich gut. Von der Konsolenfassung, da fangen gar nicht an zu reden. Nee, brauchst du nicht. Ich seit 2 Jahren tot. Ja, weißt du, überall, wo man liest, sind immer diese Konsolenwichser. Entschuldigung. Ich bin einer dieser Konsolenwichser. Ja, eben. Ne? Entschuldigung, alle, die auch gerne auf Konsole spielen, aber es ist auf Konsole halt erstmal tot, ne? Deal with it. Also, es ist nicht erstmal tot, es ist tot.
Ja, so endgültig würde ich das halt auch nicht sagen. Aber ne, da muss man jetzt nicht überall drunter kloppen, von wegen, ja, was ist denn jetzt mit Konsolen-Update? Ey Leute, lest halt mal ein bisschen und dann wisst Nee, ihr, dass da erstmal das nichts Ding ist kommt. ja, ich bin ja auch Konsumierer und ich zocke ja tatsächlich nur 7 Days hier auf deinem Schleppi. Und selbst mich kotzen diese ganzen Konsolen-Fanboys nicht so extrem an, die nur am Rumheulen sind und dieses und jenes. Selbst das find selbst ich lächerlich. Und dass sich Ja, dann ist auch. diese Alpha-Race-Menschen, die sowieso lächerlich ohne Ende sind, ich meine, du bist ja auch einer davon, aber du gibst dich halt nicht so, jedenfalls nicht in den öffentlichen Kommentaren. Ja. Ja, nicht immer. Wenn wir beide ja gar nicht geben. Ja, hier Aber kam gerade nichts an. Also ich weiß nicht, was du gerade gesagt hast, aber ja. das ist schlecht. Jedenfalls, also wenn Twitter oder Facebook oder so lese, hier die ganzen PC Master Race Alpha Kevins, wenn die da ihren Senf da abgeben, Alter, das ist Fremdscham pur. Aber das ist bei den Konsoleros nicht anders. Nur dass sich die, ich sag jetzt mal, möchte gern intelligenten Leute, also die Alpha Kevins, ne, die machen da schon, also das ist schon echt lächerlich. Geben alles, was er. Die geben vollkommen alles tatsächlich. So, warte mal, ich brauche jetzt auf jeden Fall erstmal gleich wieder Sand. Ich brauche Dreck. Ein Glas voll Dreck. Ja, immer noch eine meiner Lieblingsfilmszenen tatsächlich. Absolut. Also, Guten Jack. So. Zack. Oh, wo hier überall noch Scheißklötze hinpassen. Oh, jetzt habe ich keinen Beton mehr. Wollt ihr mich denn verarschen? Bist du jetzt gerade am Reparieren? Oh, der Kater heult. Ja, nennen wir es reparieren. Meinst du, oder flicken? Tatsächlich ausbessern. Ausbessern. Ja, ich habe keinen Bock, Bis dass wir dann. beim nächsten Mal hier wieder Alles klar. durch den Boden brechen. Ach, scheiße. Kurze Überlegung, vielleicht sollte ich die Decke auch mit Beton machen. Wäre, glaube ich, KLUK. Das ist halt das Kuriose. Damals auf Was denn? der PS4-Fassung, da haben die sich halt mit Zombies, ne? Deswegen war das das erste Mal hier ganz schön erschreckend für mich. Ja, die buddeln sich halt hart durch, ne? Ist denen völlig egal. Du stehst da wie Fuchs in der Brombeere, es war halt auch ein bisschen hier in meinem kleinen Aquarium da hinten. Es war schon spooky, als sie da auf einmal drin standen mit alles voller Wasser und ja, Kann ich Pech mir vorstellen. gehabt. Warst du eigentlich mal da unten? Haben sie da einen? Nee, tatsächlich nicht. Könnte man gleich mal gucken gehen. Dann sollte ich hier mal runter. Geh mal Bin runter. gespannt. Ich bessere hier mal so lange aus. Gönn dir, Bruder. Ja, gibt Geileres. Decke reinziehen. Wihi. Ah, wie im echten Leben, Steine ne? hacken. Oh, geil, Nitrat. Geilo. Ja, da freue ich mich immer ein bisschen. Über Decke reinziehen. Bitte? Über Decke reinziehen, Nee, Frost. über Nitrat, das ich hier Nitrat, gerade ja, das gefunden ist. habe. Das ist ja das Produkt, das mir immer am meisten fehlt. Nitrate. Alter, was ich aber mittlerweile in diese Festung an Stahlbeton gehämmert habe, ne? Meine Fresse. Noch kurz weg. Ja, alles cool. So, da haben wir noch ein bisschen was. So, hier unten sieht es eigentlich ganz leger aus. Ja gut, da war aber auch keiner von uns, ne? Was soll da gewesen sein? Vielleicht brauchen wir sie hier in die Bildbrille.
Ja, wie sie es ja so gerne tun. So. Mach ich es noch in Höhe? Eigentlich Quatsch. Hey, wir lassen es so. Zack. Also höher wäre sicherlich noch schöner, weil man schöner durchlaufen kann, aber drauf geschissen. Das habe ich mir noch fast gedacht hier. Da ist auch nicht viel Luft nach draußen, meine Fresse. Sollten wir jetzt irgendwann mal Minecraft spielen. War gut heute, ja? Ja. Ich hab's dir gesagt, eigentlich ist ganz geil. Also ich hab's nicht mit meinem Sohn irgendwie gezockt. Also wir haben das halt Survival in Playmobil gezockt. Ne? Oder mit Playmobil-Männchen. Das war eigentlich schon, der hatte mir halt erzählt von seiner Obsession. Was er halt so macht auf der PlayStation 3. Ne? Ja. Und hat erstmal mit seinen 10 Jahren erstmal über rumgenört. Fand ich richtig gut. Erstmal glatt stolz auf die Kinder, ne? Mein Sohn. Genau. Jetzt bist du im Kreis der Erwachsenen aufgenommen. Und ich habe noch nicht einmal Minecraft gespielt, Alter. Ja, ne, wie gesagt, es sieht gar nicht so kacke aus. Also es ist hässlich wie die Nacht, da müssen wir uns, ne, machen wir uns nichts vor. Ich denke mal, das ist Gewöhnungssache einfach, ne? Ja, es hat... Mich schreckt, also ich bin halt immer so, 8-Bit gehört einfach, ist einfach ein Sidescroller-Ding, weißt du? Ja, und 8-Bit ist halt einfach auch 8-Bit und nicht 3D. Es widerspricht sich halt so ein bisschen, ne? Aber wie gesagt, ich denke mal, das ist eher so gewünscht. Du hast jetzt eigentlich deine Kohle, deine Polymere. Meine Polymere? Und der Crafting-Bedarf, wo und sonst? Ich fühle mich hier gerade wie Baustellensimulator. Wieso machst du das nicht online? Offline? Ne, weil wir hier eh noch am Blödlabern sind. Von daher, weißt du, kann ich das auch noch kurz mit aufnehmen. Dann sehen die gleich mal, was das für eine scheiße Arbeit ist, den Piss hier hochzuziehen. Ich denke mal, die meisten wissen das. Die meisten, also 4 von 6 oder was meinst du jetzt? Also ich denke mal, jeder, der diesen Kanal abonniert hat, der wird schon mal, der wird dich nicht ohne Grund abonniert haben, sondern wegen 7 Days. Ja, ich glaube, ein paar waren wegen Anno da. Tatsächlich. Ja, ja, dann wo du gerade Anno erwähnst, ich habe mir vor kurzem auf dem Flohmarkt Tropico 5 für die PS4 geholt. Das ist ganz geil. Was hast du denn da noch gezahlt? Was hast du da noch gezahlt? Was habe ich gezahlt? Euro, glaube ich. Weil mittlerweile ist ja 6 draußen und 6. Ja, Anno 6 ist draußen, ne? Aber dafür wollte ich jetzt keine 60 Euro. Ja, aber es sieht tatsächlich sehr cool aus. Sieht sehr spaßig aus. Ja, Teil 5 ist auch ziemlich geil. Ist ja halt eher selten sowas. Ich liebe solche Spiele, aber halt Ja, auf Konsole gibt's da halt auch nichts Vernünftiges, ne? Muss man ja mal ganz klar sagen. Also jedenfalls also nicht in dem... Nichts, was so extrem umfangreich ist, wäre ein Halo zum Beispiel. Also ja, genau. Fall, ne? Nö, mir wird halt auch nichts einfallen. Ja, klar, so diese Rollercoaster-Tycoon-Dinger und sowas, ne? Das halt ja, auch immer noch. Ich weiß gar nicht, gibt es das überhaupt noch? Ist das überhaupt noch? Ja, kam irgendwie vor einem Jahr oder sowas, kam mal wieder einer raus, glaube ich, ja. Okay. Ja, da war das. Großer Tycoon oder so für die PS4, das gibt es auch noch zum Geld. Was ich schade finde, ne? Ich meine, ich zocke ja hier jetzt auch gerade mit dem PS4-Controller. Ja. Scheiße. Dass das Touchpad, dass das nie wirklich benutzt wird. Ich meine, es ist sensibel ohne Ende. Du kannst die Spiele, die es irgendwie beinhalten, ne? Die nutzen das auch gut. Dann frage ich mich, du kannst mit dem kleinen Touchpad hier, kannst du quasi Mauszeiger simulieren. Ne? Und da, mehr oder minder, ja. Also es funktioniert. Es funktioniert. Es gibt Spiele, die haben es bewiesen, dass das funktionieren kann. Naja. Deswegen frage ich mich, warum nicht einfach ein paar mehr Konsolenports
oder PC-Ports, sondern wenn das Strategiespiele Ja, gut, aber. Also Strategiespiele ja, ne, aber halt auch nichts, was du irgendwie kompetitiv spielen würdest. Also schnell kannst du mit dem Ding ja auch nicht reagieren. Das wäre ist ja auch Augenwischerei. das ist alles Trainingssache. Das ist alles Trainingssache. Nee. Doch. Dafür ist die Fläche, auf der du da rumeierst, einfach zu klein. Das ist gar nicht genug Nein, Spielraum. nein, 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 nein. So, ich hab dieses Spiel vergessen, irgendein Indie-Spiel, ich weiß nicht mehr, was es war. Das hat das Touchpad als Unterstützung genommen für den linken Analogstick. Bist mit dem linken Analogstick quasi den Cursor hochgescrollt auf der Karte und mit dem Touchpad hast du mit dem rechten Daumen halt irgendwie die Feinarbeiten gemacht und das hat 1A funktioniert. Ja, mag sein. So. Ja, also ja, es mag funktionieren. Will ich gar nicht groß anzweifeln. Aber halt niemals so sensibel, wie du es mit der Maus hinkriegen würdest. Das mit Sicherheit nicht. Ne, Ich also. glaube, aber ich glaube, ich hab sogar gesehen irgendwo, dass es Maus und Tastatur auf die PlayStation gibt, für die Xbox. Ja, die. Was hat das für einen Sinn? Nee, die Sache ist, welche Spiele unterstützen das? Das ist halt die Frage. Ja. Ne, also weniger muss es das geben, sondern was habe ich davon? Wo kann ich es noch nutzen? Das ist einfach nicht viel. So. Ist das jetzt für das Spiel irgendwie, was das anbietet, irgendwie dazugeben würde? Ne? Irgendwie jetzt ein AAA-Titel oder so. Deshalb könnte man das ja verstehen. Ja, ich glaube, Fortnite hat es jetzt mit reingenommen, ne? Wer spielt denn Fortnite, Ja, Alter? irgendwelche komischen Kiddies. Ich halt auch nicht, aber es soll Menschen geben, die es geil finden. Aber ich halt von diesen PUBG, irgendwas, Pissklonen halt auch nicht viel. Aber haben halt ihre Spielerbasis, ne? Ups. Sei den Leuten ja auch gegönnt, nur ich persönlich kann. Was? Da springen irgendwie, weiß nicht, 10, 20 Leute auf einer Karte rum und dann Naja, schießen die sich ab, oder was? eher so ein paar hundert, ne? Oder so und dann hießen die sich ab, Ja, oder wie, oder was? dann knallen die sich kaputt. Ja. Also ist Also quasi sammeln. Dauer-Deathmatch. Ja, nee. Also sie sammeln halt Loot auf der Map. Und ja. Loot sammeln, Leute töten. Das war's. Also quasi das, was wir hier machen, nur Nur halt in ein paar Minuten. wie jetzt denn? Ja, die, Also weiß nicht, wie lange geht ein Match da? Halbe ich Stunde? habe keine Ahnung. Halbe Stunde, Stunde? Nee, halbe Stunde eher, würde ich sagen. Und ist denn da Permadeath oder wird man Ja, Inferno? ist Permadeath, ne? Also einmal tot, Pech gehabt. Da muss man eine halbe Stunde warten, bis die Runde vorbei ist. Nö, du kannst auch im neuen Spiel joinen. Ne, das ist nicht das Ding. Ich werde sie nicht zocken, oder? Ne, ich auch nicht. Also ist mir halt auch nichts. Nee, nicht wirklich, tatsächlich nicht. So. Das sieht doch schon mal nach mehr aus. Jetzt ist das hier auch schon mal so ein richtiger Wehrgang geworden. Und sieht richtig aus wie gewollt, meine Fresse. Ich habe jetzt vor kurzem, vor 2 Tagen, Horizon Zero das erste Mal. Ich bin Spätzünder, ich weiß. Aber meine Fresse ist dieses Spiel hübsch, Alter. Ja, Es ist muss man fantastisch. den tatsächlich lassen. Haben sie schick gemacht. Vor allem, es läuft flüssig. Ich habe keine Slowdowns oder sonst irgendwas. Du, was ich. Boah, da habe ich Aber mich es wurde mir nachher tatsächlich zu monoton, muss ich sagen. mit Genie schon drüber unterhalten. Ne? Ist mal ohne Quatsch. Die Menschheit kann Leute zum Mond schicken, zum Mars schicken, in die unendlichsten Weiten des Weltalls, in die tiefsten, tiefsten des Ozeans abtauchen lassen, mit der neuesten Technologie. Ja. Aber die Spieleentwickler kriegen es nicht hin, das Haare nicht in die Körper reinkloppen. Alter, Doch, kriegen ich sie. hab noch.
kein einziges Spiel gesehen, was das kann. Echt nicht? Das ist, nein, ja, das, immer diese Konsolen-Heinis, ne? Witcher 3. Nennt Witcher 3. Sich, nennt sich Nvidia Witcher 3. Ja, in Witcher 3. Ja, ja, dann guck dir das mal auf der PS4. Oder ja, auf der Konsole funktioniert es nicht. Nennt sich Nvidia Hairworks. Okay. Und auf dem PC funktioniert das tatsächlich. Wieder was gelernt, Minion. Das kann ich nicht glauben. Aber ich bin tatsächlich auch kein Witcher-Fan. Ich habe noch nie einen Witcher-Teil gespielt. Holt mich einfach nicht ab. Die Thematik holt mich einfach nicht ab. Doch, also Witcher 3 ist echt genial. Ne, die ersten beiden sind, ja, gut, kann man spielen. Ne, aber so wirklich überzeugt hat mich auch nur der dritte. Also in dem Ausmaße. Vielleicht liegt es daran, weil ich einfach kein fester Charakter-Fan bin. Wenn ich ein Rollenspiel spiele, so ein Action-Rollenspiel, dann möchte ich halt auch meinen eigenen Charakter erstellen. Ach so, ja gut, okay. Jemanden steuern, der Geralt heißt. Und vorgefertigt ist. Ja, gut. Das ist mein Ding. Ja, du kannst halt so geile Storys erzählen, ne? Ja, wirklich. Ne? Ich gestehe auch an, also das Ding hat ja Preise abgesagt ohne Ende. Ne? Seit dem Spiel auch gegönnt. Ne? Wird wahrscheinlich auch seine Berechtigung haben, aber ich bin halt mehr so der so Action-RPG-Mensch, so Skyrim, Oblivion, Fallout, ne? Da kann ich halt über mich selbst bestimmen. Ja, aber bei Skyrim jetzt sagen, hat eine geile Story, wäre halt auch zu viel des Guten, ne? Ich spiele doch sonst Spiel nicht wegen der Story. Ja, das ist richtig. Also ja doch. Also nein. Ich bin halt nicht traurig, wenn es eine gute Story hat. Ich habe noch kein Spiel dieser Art gesehen, was eine gute Story hätte. Ja, siehst du? Da fängst du schon an. Also doch, ich kenne genug Rollenspiele mit einer geilen Story. Also die ersten drei Mass Effects sind genial. Hat mich nicht abgeholt. Ja, ist Science Fiction, hast du es halt nicht so mit, ne? Nein, doch, ich liebe Science Fiction, ohne Scheiß. Aber ich hab damals mit dem zweiten Teil angefangen, den ersten gab es damals nicht für die PS3. Das war ja damals ein Xbox-Exklusiv-Ding, glaube ich. Ja, gut, aber auch nicht lange. Den zweiten angefangen. Der erste war dann halt als Graphic Novel davor. Ne? Und okay. Ich kann mich an die Story so gut wie gar nicht, oder eigentlich gar nicht mehr erinnern, weil die war halt eigentlich generisch. Eigentlich gar nicht. Also, eigentlich schon. Nö. Jedenfalls von dem, was ich mitgekriegt habe. Also, das hat mich auf jeden Fall nicht abgeholt. Aber auch das Spielprinzip so, ich meine, gut, ich habe als mehr Stealth als Action gespielt, so wie ich es eigentlich immer mache. Ja. Aber es war halt höllenrepetitiv, Alter, ohne Scheiß. Ja, gut, das räume ich dir ein, aber das ist halt auch so typisch Rollenspiel, ne? Also, dass du. Ja, das habe ich bei einem Fallout oder Skyrim zum Beispiel nicht gehabt. Doch. Also ich nicht. Ich nicht. Mit meiner Spielweise. Ja, gut, das mag sein. Also doch, da hatte ich es dann schon auch ein bisschen. Gut, so, auf jeden Fall ist meine Pisswand jetzt fertig. Das heißt, ich kann jetzt. Der macht das hier aber auch nochmal fertig, weil der sieht ja jetzt kacke aus hier. Ja, meinst du, ich weiß doch jetzt hier nicht die ganze. Nee, kannst du das nicht mehr aufwerten? Was? Ach, die hier, das ist angemalt, Junge. Ist angemalt? Ist angemalt. Obwohl hier hinten, glaube ich, noch Cobblestone ist. Aber das ist ja Lachs. Ich meine ja hier, dass er auch noch alles an. Kriegt alles Farbe. Entschuldigung. Ja, hast du fein gemacht. Mir schön wieder in meinen Stream gerübst. Das zweite Mal. Assi. Ne? Dämischer. Ich habe einfach nur ungehobelte Freunde. Das ist unterirdisch. Ich bin der einzige Freund. Das ist so gar nicht richtig. Ne? Ich habe noch einen. Gut. Ja, auf jeden Fall danke ich wieder mal allen fürs Zugucken. War wieder eine Folge mit Überlänge. Super gut. Ne? Und zur Feier des Tages schießen wir dem Michi nochmal mit Nagelpistole ins Kopf. Putz! Ich hau dir ins Gesicht. Pock. Ah, ist gar nichts geworden. Oh, das so, ich kenn dich nicht. Oh, ja, nu, hör auf zu maulen. So, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Ratner Bertolt.